dürfte einer abgemeldet haben. Ja, da sehen wir vielleicht morgen sogar alle im Finale, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich sag dir was, das ist trotzdem ein spannendes Rennen. Es ist jetzt wirklich ein Zweikampf hier in diesem Leichtgewichtsmänner einer Vorlauf Nummer 2. Die Boote auf den Bahnen 1 und 3 hier von Bled und, wenn ich mich nicht täusche, vom Offenbacher RG. Ja, die matchen sich da jetzt hier noch auf dieser zweiten Streckenhälfte. Es ist wirklich eng. Eine halbe Länge jetzt hier nur zwischen den beiden Booten, das heißt im Endspurt, da kann jetzt noch einiges passieren. Ja, und das natürlich sind auch die härtesten Rennen, wo du denkst, ja, eigentlich eins gegen eins. Keinen Gegner, eins gegen eins, und dann musst du die 2000 voll schieben, denn der andere gibt auch nicht auf. Und schau dir die an, die Wahnsinn, Mann, schau mal, wie hier jetzt die Bahn Nummer 1 nochmal aufdreht auf den letzten Metern. Wir sind jetzt hier schon in den roten Bojen, das heißt, es sind nur noch knappe 200 Meter hier bis zur Ziellinie. Und es wird jetzt hier tatsächlich nochmal eng in diesem 1 gegen 1 Duell des Leichtgewichtsmänner einer Vorlauf Nummer 2. Ja, warum schmunzeln wir? Wir machen uns hier nicht lustig über die Jungs, sondern eigentlich muss man sagen, hier geht es um nichts. Denn morgen werden wahrscheinlich alle im A-Finale sein, aber die Jungs wollen hier wirklich den Sieg nach Hause tragen, und da gibt keiner nur einen Zentimeter auf. Schauen Sie sich das an. Wahnsinn, von der Wahnsinn. Seite. Jetzt wird es ja auch schon laut, es wird tatsächlich jetzt richtig laut hier auf der Tribüne, denn alle vorhin jetzt natürlich nochmal diese beiden Boote an. Wer schafft es, sich hier als Erster über die Ziellinie zu kämpfen? Es ist tatsächlich jetzt sich ausgegangen für den Ruderer aus Bled, Jure Hoika. Er hat es hier geschafft mit der Startnummer 7 sein Boot als Erster.